Moin, Energiesparen im Alltag durch richtiges Heizen. Du solltest unterschiedliche Temperaturen für unterschiedliche Räume nutzen. Im Wohnzimmer reichen zum Beispiel zwischen 19 und 22 Grad, in der Küche 18 bis 20 Grad, im Schlafzimmer auch gerne 16 bis 19 Grad, während im Bad 22 bis 23 Grad angemessen sind. Jedes Grad Temperatursenkung spart dabei ca. 6% Heizenergie ein. Die Temperaturen variieren im Tagesverlauf. Wenn die Wohnung verlassen wird oder schlafen gegangen wird, können die Temperaturen 2 bis 3 Grad runtergeregelt werden. Tipp hierbei: elektronische Thermostate nutzen. Richtig und oft lüften, 2 bis 4 Mal pro Tag mit Stoßlüftung die Fenster und Türen komplett aufreißen, dabei die Fenster nicht auf Kipp stehen lassen, entlüften deine Heizung, beispielsweise einmal jährlich, mit Möbeln Abstand zur Heizung halten und Thermostaten Platz lassen, nachts Rollläden runterfahren bzw. die Gardinen zuziehen. Damit sind Einsparungen von bis zu 25% möglich. Die vierköpfige Familie Ahlmann spart somit knapp 1.400 Euro pro Jahr. Ciao und bis zum nächsten Video.